Liebe Schwestern und Brüder, mit einiger Beklemmung mag man feststellen, dass die Auslegung zu unserem Evangelium schon fast klassisch ist. Die sagt, Jesus ist so etwas wie ein jüdischer Erneuerer, der diesen hartherzigen Legalismus ablehnt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und wahrscheinlich werden wir auch im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit diese Auslegung, die aus der Neuzeit stammt, die im Grunde genommen mit der Reformation beginnt, öfter hören. Sie wird dadurch leider nicht richtiger. Denn es geht hier nicht darum, gegen einen hartherzigen Legalismus vorzugehen. Das ist viel zu oberflächlich. In der Reformation hat man diese Auslegung bemüht, um zu sagen, aha, dieses hartherzige legalistische Judentum kehrt in Gestalt des Katholizismus zurück und ist unter uns. Das ist nicht nur antikatholisch, sondern auch sehr antijüdisch. Das muss man sich immer bewusst machen, wenn man diese Auslegung bedient. Wie gesagt, sie ist leider Gottes schon fast klassisch. Worum geht es hier? In seiner fundamentalen Auslegung der Jesusgestalt hat Benedikt XVI. Einen jüdischen Rabbiner bemüht, Jakob Neusner, mit seiner Auslegung. Und der Papst stellt mit Erstaunen fest, dass dieser Gelehrte des Judentums den Punkt trifft. Denn es geht letztendlich um die Gestalt und um die Autorität Jesu. Es geht nicht einfach um eine Auslegungsfrage. Die Sabbatfrage, die hier im Raum steht, legt offen, worum es in der Gestalt Jesu geht. Es legt offen, wer Jesus ist. Im Matthäusevangelium wird das vielleicht noch deutlicher als hier bei Markus. Denn bei Matthäus ist diese Begebenheit unmittelbar verknüpft mit dem Wort Jesu, indem er davon spricht, kommt alle zu mir, ihr mühselig und Beladenen, ich werde euch Ruhe verschaffen. Die Ruhe, das ist das Kennzeichen des Sabbat, weil diese Ruhe des Sabbat teilnimmt an der Ruhe Gottes. Am siebten Tag aber der Schöpfung ruhte Gott von all seinen Werken. Jesus geht es nicht um eine einfache Auslegung des Sabbats, ob man mehr oder weniger Ruhe halten soll und was dann welcher Handgriff erlaubt ist, sondern er proklamiert sich selber als Sabbat, als die Ruhe Gottes. Kommt alle zu mir, hier bei mir werdet ihr Ruhe finden. Und noch mehr, mit seinem Hinweis auf das Essen der heiligen Brote durch David und seine Begleiter, macht er deutlich, das Heiligtum ist sozusagen gewandert von einer lokalen Tradition in Jerusalem hin zu einer Person. Er selber ist Tempel und Heiligtum Gottes, er der Gesalbte, der ganz Gott ist und aus Gott kommt und zeigt, wie Gott wirklich ist. Und deshalb geht es hier auch bei diesem Evangelium darum, ob wir die Autorität Jesu anerkennen. Die Auslegung, die davon spricht, dass es um eine jüdische Erneuerung geht, nivelliert den Anspruch Jesu. Aber das tut das Evangelium nie. Und wir sollten es mit unseren Auslegungen auch nicht tun. Wir sollten uns bemühen, das Evangelium so ernst zu nehmen und so tief zu verstehen, dass wir als diejenigen, die seinen Namen tragen und auf seinen Namen getauft sind, ihn ernst nehmen und ihn bekennen als den Sabbat Gottes, als sein Heiligtum in dieser Welt, als den Gesalbten Gottes.